Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi und ich habe heute wieder ein schickes, einfaches und dennoch effektvolles Häkeltuch für euch. Das besteht aus insgesamt nur zwei Reihen, die ihr euch merken müsst, ist also ideal für die Fernsehhäkelei. Sieht kompliziert aus, ist aber wirklich, wirklich einfach und damit auch für Anfänger geeignet. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. Für euer Tuch braucht ihr natürlich Material. Ihr könnt jedes Material für dieses Tuch nehmen, was ihr wollt. Ich habe mich heute für die Merino Baby entschieden von Pasquali. Und zwar hat die 220 Meter auf 50 Gramm, ist also sehr, sehr ergiebig und 100% Merino superfein. Und dafür braucht ihr für ein Tuch mindestens 4 Knäuel. Ich empfehle euch 5. Sprich, wir haben bei 4 Knäuel 880 Meter und bei 5100 Meter. Das kommt gut hin. Und dann habe ich heute meine Adi Walnuss Häkelnadel und zwar in Stärke 3,75. Also deutlich dicker als für dieses Garn, aber damit wird das Tuch schön fluffig. Und hier haben wir noch Zettel und Stift, denn ich zeichne euch auf, wie das Ganze geht. So, und dann legen wir mal los. Und zwar fangen wir an mit einem doppelten Fadenring. Das heißt, ich lege mir das Ganze zweimal hier um meinen Daumen drumherum. Gehe jetzt hier drunter, da wo sich das Ganze kreuzt, hole mir einen Faden und habe jetzt eine Schlaufe. Und jetzt machen wir hier 3 Luftmaschen in diese Schlaufe rein. So, wenn ich die habe, ist das ganze Ding gesichert. Dann kann ich das jetzt hier runternehmen. So, und jetzt müssen wir immer nur bis 3 zählen. 1 haben wir schon, das ist der Ersatz für unser erstes Stäbchen. Jetzt gehen wir hier in den Ring rein und häkeln noch 2 Stäbchen. 1, 2. So, dann machen wir eine Luftmasche. Und jetzt wieder 3 Stäbchen. Ups. 1. 2, 3, ihr seht, ich hänge mir da immer den Mittelfinger rein, dann haut mir das nicht ab. Wieder eine Luftmasche und 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. So, jetzt haben wir das Ganze 3-mal. Und das machen wir noch einmal. Also eine Luftmasche, 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. So, wenn wir das haben, ziehen wir jetzt den Ring einfach zu. Das heißt, wir ziehen hier vorsichtig dran, also nicht zu doll dran ziehen, damit uns das Garn nicht reißt. Und ihr seht, da bleibt erst eine kleine Schlaufe da draußen. Wenn ich jetzt hier vorsichtig weiterziehe, dann zieht die sich auch noch rein. Und weil wir einen doppelten Fadenring gemacht haben, geht das jetzt auch nicht mehr auf. So, das ist unser Anfang. Den zählen wir nicht als Reihe 1, sondern als Anfang. Und zwar haben wir hier unseren Fadenring gemacht. Und jetzt 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. 2 Stäbchen. Eine Luftmasche. 3 Stäbchen. Eine Luftmasche. 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen und das ist unser Anfang. So, das ist die Basis für unser Tuch und ihr müsst euch immer nur 2 Reihen merken. Die ersten 2 Reihen sind noch Aufbaureihen und dann sehen alle immer gleich aus. Ist also wirklich einfach. Wir drehen jetzt um, selbstverständlich. Und jetzt machen wir wieder 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. So, und jetzt machen wir eine Büschelmasche. Dafür mache ich hier einen Umschlag. Ich schiebe das mal ein bisschen beiseite, könnt ihr besser sehen. So, und jetzt steche ich hier direkt in die erste Masche rein, hole mir den Faden und ziehe den auch hoch und lang. Wieder ein Umschlag. Wieder hier rein, hoch und lang ziehen und das gleiche noch ein drittes Mal. Wenn ihr diese Büschelmasche dicker haben wollt,
könnt ihr den Faden auch öfter holen, dann braucht ihr aber deutlich mehr Garn, weil das sind kleine Garnfresserchen. Jetzt hole ich mir den Faden, ziehe das durch alle durch und jetzt seht ihr, ist das hier oben noch so ein bisschen offen. Und dann machen wir noch eine Luftmasche und damit ist das Ding zu. So, jetzt kommen drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und dann eine feste Masche hier in dieses ein Luftmaschenlöchlein. Zack. Und wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Macht die Luftmaschen nicht zu fest, sonst macht ihr eine vierte. Und jetzt kommt wieder ein Büschel hier in die Mitte. Also wirklich in den mittleren Zwischenraum. Da. Umschlagfaden holen. 1, 2, 3. Durchziehen. Zumachen. Und jetzt wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und hier ist jetzt, da ist unser nächstes Loch. Da gehen wir da wieder rein und machen eine feste Masche. So, jetzt wieder drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt ist hier unsere dritte Wendeluftmasche. Müsst ihr genau gucken. 1, 2. Und da ist die dritte Wendeluftmasche. Und da wollen wir rein in diese Wendeluftmasche. Nicht in den Zwischenraum, sondern hier rein, damit unsere Büschelmasche schön spitz wird. Umschlag, Faden holen. 2. Und das Ganze nochmal. Und 3. Durchziehen, zumachen. So, das war unsere erste Reihe. Die zeichne ich euch natürlich wieder auf. Und zwar, was haben wir gemacht? Wir sind also hier mit drei Luftmaschen hoch und haben dann direkt in die erste Masche ein Büschel gemacht. Dann sind wir mit drei Luftmaschen quasi hier runter, um hier eine feste Masche reinzumachen. Drei Luftmaschen und ein Büschel hier oben in die Mitte. Wieder drei Luftmaschen und so, eine feste Masche hier drauf. Drei Luftmaschen und hier auf die letzte haben wir unser Büschel gesetzt. Das ist Reihe 1. So, nach Reihe 1 folgt Reihe 2. Und das ist wieder eine Reihe mit Muscheln. Und zwar machen wir drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und jetzt habt ihr hier das Köpfchen von diesem Stäbchen. Und da wollen wir rein, da häkeln wir jetzt unsere Muscheln rein. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein in dieses Köpfchen von dem Büschel und häkel jetzt noch 1, 2 Stäbchen rein. So, dann kommt wieder eine Luftmasche. Zack. Und wieder zwei Stäbchen, drei Stäbchen natürlich. 1, 2, 3. In das Köpfchen von diesem Büschelchen. So, das haben wir jetzt zu. Jetzt seht ihr hier unsere feste Masche, die uns hier so anlacht. Und da gehen wir rein. Zack, machen eine feste Masche und ich habe ja gesagt, wir müssen immer bis 3 zählen und da kommt jetzt auch hier ein 3er Luftmaschenbogen, 1, 2, 3 und in die gleiche feste Masche gehen wir nochmal rein und dieser kleine Bogen hier ist unsere Basis für unsere nächste Büschelmasche. Jetzt haben wir oben die Büschelmasche und das hier ist ja die Mitte. Das heißt, wir machen nicht nur 2 mal 3 Stäbchen, sondern insgesamt 4. Und auch wieder in das Köpfchen. Es klappt sich jetzt hier in der Mitte ganz am Anfang noch so ein bisschen weg. Aber da ist unser Köpfchen. Da gehen wir rein. 1, 2, 3 Stäbchen. Eine Luftmasche und da wieder rein in das gleiche Köpfchen. 1, 2, 3 Stäbchen, eine Luftmasche. So, das war die erste Hälfte und das gleiche jetzt nochmal.
1, 2, 3 Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal da rein. 1, 2, ups, 3 Stäbchen. So, jetzt kommen wir wieder zu dieser festen Masche und da gehen wir rein in das Köpfchen. Eine feste Masche, 1, 2, 3 Luftmaschen und wieder hier in diese feste Masche. Ups, zack. Und jetzt kommt hier wieder unsere Muschel, 3 Stäbchen, eine Luftmasche und 3 Stäbchen in das Köpfchen von dieser Büschelmasche. So, ihr seht, das Köpfchen treffen wir gut. 1, ups, das war nur ein halbes Stäbchen, 2, 3, eine Luftmasche und nochmal 3. 1, 2 und 3. So, das ist Reihe 2 und jetzt seht ihr, ergibt sich auch schon langsam unser Dreieck. Was haben wir also gemacht? Wir sind hier hoch, haben 3 Luftmaschen gemacht als Ersatz für das erste Stäbchen, dann noch 2 Stäbchen hier rein, eine Luftmasche und dann 3 Stäbchen. Das hier, die Luftmasche, ups, das machen wir mal so, ne? So, und dann die 3 Stäbchen. Dann haben wir hier eine feste Masche, 3 Luftmaschen, eine feste Masche, in diese feste Masche rein. Und dann haben wir hier 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen, um über die Mitte zu kommen. Hier wieder feste, 3 Luftmaschen, eine feste. Und hier wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen auf diese Büschelmasche hier drauf, auf das Köpfchen. So, das ist Reihe 2. Und die nächsten Reihen werden jetzt immer fortlaufend wiederholt. Das ist also wirklich gar nicht schwer. Und zwar machen wir das wie folgt. Ich mache 3 Luftmaschen, um nach oben zu kommen. So. Und dann mache ich hier unsere Büschelmasche direkt auf die erste Masche drauf. So, einmal Faden holen, zweimal Faden holen, dreimal Faden holen. Durchziehen, zumachen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Und jetzt seht ihr hier diesen Luftmaschenzwischenraum zwischen den 2 Maschen. Da gehen wir rein und dort machen wir eine feste Masche rein. Und jetzt wiederholt ihr immer bis zur Mitte. 1, 2, 3 Luftmaschen. Die Büschelmasche hier in diesen kleinen 3 Luftmaschenzwischenraum. Also, einmal Faden holen, zweimal Faden holen und dreimal Faden holen, durchziehen und zumachen. 3 Luftmaschen, 1, 2, 3 und dann ab mit der festen Masche in den nächsten 1 Luftmaschenzwischenraum. So, das haben wir jetzt hier nur einmal bis zur Mitte und jetzt seht ihr, ist hier wieder unsere Mitte. Da machen wir wieder 3 Luftmaschen und jetzt kommt unsere Büschelmasche hier oben in die Mitte. 1, 2 und 3, zack, da ist sie, dann machen wir die zu, so, 3 Luftmaschen, 2, 3. Und dann geht es auf der anderen Seite auch wieder die feste Masche in den einen Luftmaschenzwischenraum. Dann wieder 3 Luftmaschen
und die Büschelmasche hier in dieses kleine Nupselchen. So, eins, zwei, dreimal Faden holen, durchziehen, zumachen, drei Luftmaschen und dann hier in den nächsten Luftmaschenzwischenraum kommt unsere feste Masche. Dann wieder drei Luftmaschen. Und wir enden mit der letzten Büschelmasche, die wir hier auf die dritte Steigeluftmasche geben. Und jetzt seht ihr, 1, 2, 3, die wir da haben. Und jetzt mache ich dort in die dritte Steigeluftmasche meine Büschelmasche rein. So, zack. Und zumachen. Und das ist auch schon unsere nächste Reihe. So, und zwar Wiederholungsreihe 1. Und da gehen wir hier hoch, machen hier eine Büschelmasche in die erste. Dann drei Luftmaschen, eine feste Masche. Drei Luftmaschen und hier unser Büschel in diesen kleinen Luftmaschenbogen. Drei Luftmaschen, eine feste Masche. Drei Luftmaschen. Um wieder nach oben zu kommen, ne, in die Mitte, hier ganz in die Mitte das Büschel, wieder drei Luftmaschen und hier die feste Masche rein, wieder drei Luftmaschen und hier das Büschel in diesen Luftmaschenzwischenraum, drei Luftmaschen, feste Masche, drei Luftmaschen und hier das Büschel auf die letzte Masche. Das ist quasi Reihe 3. So, dann geht das jetzt in der nächsten Reihe wieder mit den Muscheln los. Und die sind ja sehr einfach, die kommen ja immer auf die Büschelchen drauf. Das heißt, 1, 2, 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und jetzt kommen hier auf dieses Köpfchen noch 2 Stäbchen drauf. 1 und 2. Eine Luftmasche und noch weitere 3 Stäbchen hier drauf. 1, 2 und 3. So, jetzt suchen wir uns wieder die feste Masche. Die ist hier. Ne? Wenn wir das so ein bisschen auseinanderziehen, kriegen wir das sehr gut zu sehen. Da ist unsere feste Masche. Da gehen wir rein und in die feste Masche kommt feste Masche, 1, 2, 3 Luftmaschen, feste Masche. Auf das Büschel kommt wieder die Muschel. Also hier auf das Köpfchen drauf, 3 Stäbchen, 1, 2 und 3. Eine Luftmasche und 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Dann wandern wir wieder zu der festen Masche. Die ist da. Und da kommt wieder eine feste Masche, 3 Luftmaschen und eine feste Masche rein. So. Hier sind wir wieder in der Mitte. Und in der Mitte kommt das Ganze, das hatten wir hier schon und das hatten wir halt auch ganz am Anfang da, 4-mal rein. Also nicht nur 2-mal wie hier an der Seite, sondern 4-mal. Und zwar machen wir da 3 Stäbchen. 1, 2 und 3. Und eine Luftmasche, das war einmal, 1, 2, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, das war 2-mal, 1, 2, 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3-mal, ne? 1, 2, 3 haben wir hier und jetzt das Ganze noch ein viertes Mal.
Eins, zwei, drei Stäbchen. So, zack, wieder rüber zur festen Masche und in die feste Masche kommt wieder eine feste Masche. Eins, zwei, drei Luftmaschen, eine feste Masche und wieder unsere nächste Muschel auf die nächste Büschelmasche. Und ihr seht hier dieses Köpfchen von der Büschelmasche. Das kriegen wir ziemlich gut, denn wenn wir hier oben reingehen, dann öffnet sich das schon von ganz alleine. Da, ne? Also, da wieder drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen rein. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche. Eins, zwei, drei und wieder ab zur festen Masche. Und da kommt wieder eine feste. Eins, zwei, drei Luftmaschen. Eine feste Masche in die feste Masche. Und jetzt kommt wieder unsere Muschel, nicht Muschel, sondern Muschel, hier auf das Köpfchen drauf. Die drei Steigeluftmaschen, die ignorieren wir hier. So. Eins, zwei, drei, eine Luftmasche und nochmal drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. So, und das war Reihe 4 und Reihe 3 und Reihe 4 wiederholt ihr jetzt immer fortlaufend. Ihr seht, ne? Hier ergibt sich so schön unser Tuch. Und zwar zeichne ich euch natürlich Reihe 4 auch wieder auf. Wir sind hier drüben angekommen, das heißt, wir starten hier wieder mit drei Luftmaschen. Die könnt ihr jetzt nicht sehen. Und zwei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Und dann hier wieder feste Masche, 1, 2, 3 Luftmaschen, feste Masche. Dann auf das Büschel wieder 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Und dann in die feste Masche, eine feste, 3 Luftmaschen, eine feste. Kommt hier in die Mitte, kommt das Ganze mit den 3 Stäbchen 4 Mal. Und da seht ihr schon, wie wir hiermit um die Mitte kommen. Nee, so. Da, zack. Und dann hier feste, 3 Luftmaschen, feste. Und wieder 3 Stäbchen, zack. Eine Luftmasche, 3 Stäbchen. Feste Masche, 3 Luftmaschen, feste Masche hier hinein. Und dann zum Schluss nochmal 3 Stäbchen, eine Luftmasche, 3 Stäbchen auf das letzte Büschel. So, jetzt ist hier meine Häkelschrift voll. Ich habe halt keinen Platz mehr. Ich habe hier mal schnell noch ein paar Reihen weiter gehäkelt, um euch das zu zeigen. Ihr seht also in Reihe 3. Da setzt ihr immer eine Büschelmasche zwischen diese Muscheln, da, in diesen Mini-Luftmaschenbogen. Und ihr kommt von Muschel zu Muschel mit 3 Luftmaschen und einer festen Masche. Und das werden halt immer mehr Bögen und hier eben diese Querbalken. Und das hier ist Reihe 4, die habe ich mal bis zur Hälfte gehäkelt. Da seht ihr, setzt ihr auf jedes Büschel eben eine Muschel drauf und dann in die Mitte diese Mini-Bögen als Start für das nächste Büschelchen. Und diese Querbalken, die ihr hier gemacht habt, die sieht man hier nicht mehr, weil die sehen halt aus, als wäre das jetzt hier noch ein extra Stäbchen. Dadurch, dass wir hier keine Luftmasche machen und das Ganze übergehen. Und so sieht das aus wie so kleine Pilzchen, die hier aufeinander liegen. Und wenn ihr euch das jetzt anguckt und euch das mal so anguckt, dann ist das noch relativ kompakt. Das heißt, ihr müsst dieses Tuch am Ende, ne, nachdem ihr das fertig gehäkelt habt, hier einmal waschen und spannen und dann seht ihr, wird das halt auch luftig und dann gehen eben auch
diese Zwischenräume hier schön auf und dann bekommt ihr eben dieses schöne, luftige Tuch. Und wie gesagt, Reihe 3 und 4 wird so lange wiederholt, bis euer Tuch die gewünschte Größe hat. Ihr macht das Ganze jetzt fortlaufend weiter. Also in jeden von diesen Zwischenräumen, hier, diese kleinen Dinger, da. In die hier kommen immer wieder eure Büschelmaschen. In die kleinen Dinger. So. Ja, die haben wir ja hier schon mal gehabt, ne? Da, zack. Und es wird jetzt mit jeder Wiederholung immer einer von diesen Zwischenräumen mehr. Ihr seht, ich hatte hier vorhin einen, jetzt haben wir zwei, in der nächsten Reihe kommen drei, dann kommen vier und. In der Mitte kommen immer diese vier Gruppen, also quasi eine Doppelmuschel, ne? Drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen. Und ansonsten habt ihr immer hier die Einzelmuscheln, drei Stäbchen, eine Luftmasche, drei Stäbchen, die auf die Büschelmasche kommen. Und so erweitert sich das Ganze von alleine und sieht wirklich ganz, ganz schick aus, ist luftig, aber auch nicht zu luftig. So, und hat halt, finde ich, auch einen sehr, sehr coolen Effekt. So, das ist schon unser ganzes Video, das ist unser ganzes Häkeltuch. Diese zwei Reihen, Reihe 3 und Reihe 4, wiederholt ihr jetzt einfach immer, bis das Tuch die gewünschte Größe hat. Ihr hört dann mit einer Reihe 4 auf und fertig ist das. Wer möchte, kann jetzt hier am Ende noch eine Endkante dran machen, wie zum Beispiel beim Tuchreliefer. Das heißt, hier einmal noch mit einer größeren Muschel um diese Muscheln rum. Oder ihr macht dort einfach eine Reihe Picots drauf. Das geht halt auch. Aber im Grunde genommen ist dieses Tuch ganz, ganz einfach so fertig, entspannt zum vor dem Fernseher häkeln. Und das ist auch schon unser ganzes Video. So, ich hoffe, dass euch mein kleines Video gefallen hat und das Tuch auch. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.